Heute präsentiere ich euch das Iberostar 70 Park Avenue in New York. Hand on my head, chest on my chest. Be my lover, yeah, be my best friend. I will wait on your border until you will. Ja, und hier hinter mir sitzt eigentlich der Concierge, der kommt jetzt gegen 8 Uhr und der besorgt hier Broadway-Tickets, Sport-Tickets, er reserviert euch Restaurants, er macht hier alles für euch. Und gerade in New York gibt es so viel zu tun, dass man auch mal was vergessen kann, aber er vergisst nichts. Ja, das Wichtigste bei einem Hotelzimmer in New York ist natürlich, wie groß ist das Zimmer. Und hier im Iberostar 70 Park Avenue ist es wirklich gigantisch. Also, wir haben hier ein riesiges Zimmer mit einem riesigen Bett. Vom Bett aus guckt man natürlich auf einen riesigen Flat-Fernseher. Es ist sehr sauber hier drin, also ich bin wirklich beeindruckt. Und wir haben da hinten sogar noch eine kleine Sitzcouch. Sehr cool. Und sogar noch einen richtig coolen Sessel. Nee, also ist wirklich ein riesiges Zimmer. Und habt ihr schon mal so eine riesige Auswahl an Kissen gesehen? Und das in einem Städtehotel. Hammer. Normalerweise sind die Zimmer hier in New York viel kleiner. Übrigens, hier haben wir auch den Kleiderschrank. Und wir gehen mal zusammen ins Bad. Ja, und hier sehe ich auch schon die Badewanne, die man auch als Dusche nutzen kann. Und hier unten sieht man vielleicht so ein bisschen, das sind solche Hydromassage-Badewannen. Ja, da kann man einen Whirlpool draus machen. Also auch richtig cool, sehr modern eingerichtet. Hier haben wir Shampoo, Bodylotion und so weiter, steht alles dabei. Und Seife, Kleenex, was haben wir hier, ein Föhn drin, super, passt. Zimmer ist toll, Lage ist toll, obwohl die Lage, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja, man kann das Hotel mit Frühstück buchen, aber auch ohne Frühstück buchen. Ich habe es natürlich mit Frühstück gebucht, um das Ganze mal zu testen. Das Frühstück ist nicht im Hotel, sondern man bekommt einen Gutschein über $15 und das Frühstück findet in der Grand Central Station statt. Also da gehen wir jetzt mal ganz kurz hin und besuchen mal das Café Almanac. Mal gucken, was wir für $15 alles in der Grand Central Station bekommen. Ja, und hier hinter mir ist sie auch schon. Hier, das ist die Grand Central Station. Also ich bin jetzt ungefähr 100 Meter gelaufen und schon ist man da. Da gehen wir jetzt rein und da geht es dann zum Café Almanac. Ja, also man kommt die Grand Central Station rein, geht links und da hinten ist das Café Almanac. Also hier gibt es auch mehrere Cafés, aber der Gutschein gilt halt nur für dieses Café. Guckt hier, alles voll. Aber das Café macht erst um 8 Uhr auf und wir haben jetzt 10 vor 8. Wir sind in der Grand Central Station und ich zeige euch mal, was hier los ist. Ich mache mal ein kleines Timelapse. Hand on my head, chest on my chest. Ja, ist ja echt der Wahnsinn, was hier drin los ist. Und hier hat man ja so richtig das New Yorker Feeling. So, und jetzt bin ich hier im Restaurant. Das hat jetzt hier offen. Das heißt Restaurant. Es ist ein Frühstücksrestaurant. Und man kann sich jetzt hier hinsetzen. Oder auch hier hinten gibt es jede Menge Sitzmöglichkeiten. Und man hat jetzt die Karte bekommen. Da ist extra so ein kleines Kästchen, was man sich hier aussuchen darf und was dazugehört. Das Frühstück ist da. Und zwar haben wir hier einmal Rührei mit Bacon, Brot und Salat dabei. Und wir haben noch hier ein Kaffee, die Richtung, ein Kaffee, Orangensaft und noch ein Glas Wasser dabei. Und ja, es ist super. Also absolut genial. Atmosphäre passt. Eine typische New Yorker Atmosphäre. Essen passt. Und dann laufe ich auch gerne mal die 100 Meter vom Hotel hierher. Ja, das Frühstück war schon mal super. Und jetzt zeige ich euch, welche Sehenswürdigkeiten sind denn hier in der Umgebung vom Iberostar. Also wie lange läuft man ungefähr hin? Weil die Lage von dem Städtehotel ist natürlich verdammt wichtig. Und deswegen zeige ich euch jetzt ein paar Sehenswürdigkeiten und sage euch, wie lange man ungefähr läuft. Ja, keine 300 Meter entfernt, oder besser gesagt 3 Gehminuten, 4 Gehminuten, ist das Chrysler Building. Das ist hier hinter mir und das ist eigentlich genau um die Ecke vom Iberostar 70 Park Avenue. Ja, und nach einem Spaziergang von ungefähr 30 Minuten erreicht man sogar die Brooklyn Bridge. Ja, und das Flatiron Building, das ist das hier, ist auch nur 15 Minuten vom Hotel entfernt. Ja, und jetzt wollte ich gerade hier am Flatiron Building, da hinten sieht man es, ein kleines Timelapse starten, aber es ist gerade ein riesen Gewitter hier gewesen und jetzt regnet es noch.
Deswegen gibt es jetzt keinen Timelapse. Aber trotzdem, wie schon gesagt, 15 Minuten vom Hotel hierher. Und ja, hier kann man richtig coole Bilder machen. Ja, übrigens, wenn ich schon hier warten muss, gegenüber vom Flatiron Building ist der Madison Square Park. Das ist der Park hier hinten. Ja, und ich habe hier im Februar ein Video gedreht über die 5 höchsten Dinge New Yorks. Und da war auch der höchste Burger New Yorks dabei. Das Video müsste jetzt hier oben eingeblendet werden. Könnt ihr mal reinklicken, ist ganz cool.